Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch mein aktuelles Team vorstellen, welches genau 1 Million Coins kostet. Mit diesem Team spiele ich auch immer in der Weekend League und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, deswegen dachte ich mir, come on, ich zeige euch das Ganze einfach mal. Bevor wir jetzt aber damit starten, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass das Gewinnspiel gerade noch am Laufen ist. Dazu einfach Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare schreiben, um die Chance auf eine von 3 10 € PSN oder Xbox Karten zu haben. Das ganze Gewinnspiel geht noch bis Ende November, auch in den folgenden Videos könnt ihr kommentieren, um eure Gewinnchance zu optimieren. Und ja, das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr wichtig, falls ihr eben, ja, was gewinnen wollt. Und noch was anderes kurz, ich möchte demnächst die zweite Episode von, ja, dieser kleinen Serie hochladen, wie ich eben Millionär in FIFA 18 geworden bin. Und falls ihr da noch irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche Tipps habt, wie ihr viele Coins bekommen habt und so, dann schreibt mir das einfach mal rein. Ich habe zwar schon 5 Tipps, aber vielleicht könnten wir da irgendwie eine XXL-Folge machen, dass ich da vielleicht 6, 7 Tipps sogar noch durch euch eben rausbringen kann. Deswegen schreibt einfach mal eure Tipps rein, wie ihr sozusagen Coins macht in FIFA 18. Dann wäre das auf jeden Fall sehr, sehr nice und dann würdet ihr der Community halt auch selber wirklich direkt helfen. Das wäre echt extrem cool von euch. Und dann beginnen wir jetzt auch direkt mit dem Squad-Builder. Ihr seht schon, Teamname natürlich High Hopes. Und wir gehen einfach mal rein, ohne lange zu schnacken, mit dem Keeper. Und das ist Manuel Neuer mit einem 92er Rating. In meinen Augen der absolut beste Keeper im ganzen Spiel. Viele sagen auch, De Gea ist richtig gut. Den habe ich leider noch nicht so richtig gespielt, außer in Foot Drafts. Aber Manuel Neuer, eine absolut geniale Karte. Ich kann mich nicht beschweren. Bin sehr, sehr froh, dass ich ihn im Kasten habe. Alles klar, dass ich ihn im Kasten habe, denn er hält mir wirklich sehr, sehr viele Dinger und da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit ihm und deswegen kann ich euch den guten Mann nur empfehlen, also packt gerne auch Manuel Neuer ins Tor, damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. So, der Rechtsverteidiger ist dann Florenzi von AS Rom mit 85 Tempo, dazu auch wirklich saugute Allround-Werte, alles über 76, dazu Hochmittelarbeitsraten, ist vielleicht ein bisschen offensiv, aber das Ganze geht vollkommen klar als Außenverteidiger und wie gesagt, die Werte sind einfach absolut fresh und der Typ ist einfach, ja, richtig solide, würde ich mal sagen. Er macht keine Fehler, der ist jetzt aber auch nicht außergewöhnlich gut. Aber er macht eben keine Fehler und das ist als Außenverteidiger, finde ich, am wichtigsten. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Top-Karte auf der Rechtsverteidigungsposition. So, dann haben wir in der Innenverteidigung als ersten erstmal Chiellini mit 74 Tempo, 90 Defending, 85 Physis, gering hoch Arbeitsraten, 1,87 Größe. Also was will man mehr, Leute? Besser kann ein Innenverteidiger fast nicht sein. Mit ihm bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Hat auch sogar schon 10 Tore in meinem Verein gemacht. Also ist auch, ja, so ein bisschen ein Kopfballungeheuer und er gewinnt halt wirklich jeden Zweikampf. Das ist unfassbar bei ihm. Der drängt jeden Spieler so easy weg. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also probiert bitte mal Chiellini. Kostet wirklich nur 100.000 Münzen, beziehungsweise ich habe ihn für 100.000 geholt. Kostet jetzt, ja, kostet immer noch 100.000, aber ist wirklich eine saustarke Karte. Mit dem kann man eigentlich nichts falsch machen. So, der nächste ist dann Jerome Boateng. Hierbei habe ich gehört, dass der bei vielen nicht so abgeht. Also, dass er nicht so gut sein soll, aber ich habe ihn mir einfach geholt. Er hat jetzt schon 72 Spiele gemacht und der macht auch einen absolut guten Job. 75 Tempo, 88 Defending, 84 Physis, ist noch größer, nochmal um 5 cm größer als Chiellini mit 1,92 und der ist auch sowas von absolut solide. Ich weiß nicht, was man an dem nicht mögen kann. Also, der ist meiner Meinung nach auch einfach nur ein absolutes Biest, hat ein bisschen schlechtere Defending-Werte und ein bisschen schlechtere Physis-Werte, aber ansonsten hat er einen Tempopunkt mehr, also die ähneln sich schon sehr, wobei ich Chiellini doch um einen Ticken stärker finde, weil er einfach nochmal ein bisschen robuster ist und die Gegenspieler, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einfach unfassbar leicht abdrängt, aber Boateng ist auch eine wirklich super Karte und das passt dann natürlich hier mit Neuer auch ganz gut und deswegen haben wir als Linksverteidiger dann natürlich auch noch einen Bayern-Spieler und zwar ist das David Alaba, 86 Tempo und sonst auch alles über 73, ein richtiger Allrounder, hat auch Hochmittelarbeitsraten, genauso wie Florenzi, hat 4 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skills, ist 1,80 groß, Linksfuß, damit kann er natürlich gut die Flanken auch reinbringen von der linken Seite dann und mit dem Anchor Chemistry Style ist es, denke ich, ganz gut so. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Linksverteidiger, also David Alaba, finde ich absolut solide und den kann man da perfekt spielen lassen. Ich denke mal, es gibt nicht wirklich viel bessere Linksverteidiger, vielleicht noch ein Alexandro oder so, der da mithalten kann. Marcelo kann natürlich auch mithalten, aber ansonsten ist David Alaba da sicher keine schlechte Wahl. So, der erste ZM für heute ist Arturo Vidal mit einem 87er Rating, hat alles über 75 und ist einfach eine absolute Maschine im Mittelfeld. Das ist ein Allrounder, der nach vorne und nach hinten spielen kann, aber er ist dann doch eher einer, der
doch eher für die Defensive geeignet ist. Also er hat zwar in 115 Spielen 27 Tore gemacht, was eine extrem hohe Rate ist, vor allem dafür, dass ich bei ihm immer sage, dass er hinten bleiben soll. Zu den Taktiken und individuellen Einstellungen kommen wir natürlich später auch noch. Und bei ihm, wie gesagt, ich lasse ihn eigentlich immer hinten, er macht trotzdem seine Tore. Er hat hoch Arbeitsraten. 4 Sterne Weak Foot, 3 Sterne Skills, ist Rechtsfuß 1,80. Also es ist wirklich eine Maschine einfach. Ja, es gibt meiner Meinung nach wenige ZMs, die da rankommen. Und ja, das ist wirklich ein Top-Spieler einfach nur im linken ZM. Der mittlere ZM, ist natürlich dann auch einer noch von Bayern, der letzte Bayern-Spieler für dieses heutige Team. Und zwar ist es Tolisso und der ist meiner Meinung nach wirklich grundsolide und der macht auch wenig Fehler. Ist dann doch eher der offensivere, so gefühlt auf jeden Fall, als Vidal. Und ja, macht auch einen wirklich guten Job. 74 Tempo, 76 Schießen und 83 Physis, was auch sehr, sehr wichtig ist als ZM. Also hätte der jetzt irgendwie nur 60 Physis, dann wäre der absolut Katastrophe, glaube ich. Aber durch die Physis kann er sich da auch ganz gut durchtanken. Und das ist halt, wie gesagt, eher der ja vielleicht dann doch nochmal die bisschen bessere Ballkontrolle hat, also gefühlt zumindest. Und ja, jetzt werden wir auf jeden Fall von den Servern rausgekickt. Das ist mir auf jeden Fall auch noch nicht passiert. Disconnect bei einem Squad-Builder. Richtig, richtig nice, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, bei Tolisso waren wir stehen geblieben. Und er ist, wie gesagt, eine starke Karte. Deswegen passt das jetzt eigentlich auch mit ihm. Und wir gehen rein zum rechten ZM, zum letzten ZM, zum letzten Mittelfeldspieler. Und zwar ist das Matuidi, Blaze Matuidi mit absolut guten Werten. Nur der Abschluss, der lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Bei ihm gefällt mir auch leider nicht seine Ballkontrolle. Also er ist wirklich so ein absoluter Abräumer. Ist sehr für die Defensive geeignet und hat hoch Arbeitsraten. Also wirklich keine schlechte Karte. Hat auch immerhin 11 Tore gemacht. Aber er ist von der Ballkontrolle leider nicht so gut. Und mir fällt gerade auf, dass er auch nur 2 Sterne Weak Foot und 2 Sterne Skills hat. Wobei ich da eigentlich noch nicht viel zu bemängeln hatte. Also das wäre mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht wirklich aufgefallen. Aber Matuidi ist auch eher fürs Abräumen geeignet und das kann er halt wirklich gut. Und deswegen habe ich ihn hier auch in diese Mannschaft gepackt. So Leute, wir gehen rein zum linken Stürmer und da haben wir Martial stehen. So, da haben wir die Möglichkeit, entweder Martial eben oder Lemar. Mit Martial kommen wir nicht auf die volle Chemie, also Martial selber kommt nicht auf die volle Chemie. Mit Lemar würden wir auf die volle Chemie kommen. Aber Martial lasse ich jetzt im Moment spielen. Er hat 50 Spiele, 23 Tore, 24 Torvorlagen. Das geht, denke ich, vollkommen in Ordnung. 91 Tempo, 79 Shooting, 85 Dribbling, 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skills und hat ganz gute Arbeitsraten. Ja, wobei, ja, könnte auch hoch gering sein. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Aber so ist es auch in Ordnung. Und 1,81 ist er groß. Was bei ihm sehr, sehr wichtig ist, sind die 74 Physis. Dadurch kann er sich natürlich auch gut durchtanken. Auch, ja, 74 ist jetzt nicht so hoch, aber für einen Außenspieler geht 74 vollkommen in Ordnung. Deswegen ist das auf jeden Fall eine wichtige Stärke von ihm. Und ja, 82er Rating, wie gesagt, ihr könntet auch Lemar spielen lassen. Lemar ist leider physisch ein bisschen schwächer und das fällt halt leider doch deutlich auf. Im Abschluss und im Tempo ist er leider auch deutlich unterlegen. Ja, okay, nicht deutlich, aber ja, ein bisschen unterlegen einfach. Und ja, ihr könnt Lemar spielen lassen. Ich habe ihn eine Zeit lang gespielt. Jetzt spiele ich gerade wieder Martial. Also ich bin da auch immer ein bisschen abwechslungsreich, was das Ganze angeht. Und ja, Martial ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Aber der rechte Stürmer ist meiner Meinung nach wesentlich besser. Und zwar ist das Alessandrini der Inform. Und diese Karte ist einfach mal auf 45.000 Münzen angestiegen. Ich habe den aber für 22.000 geholt, also richtig, richtig guten Gewinn gemacht hier auch. Und er hat 93 Tempo, 85 Shooting und dann auch noch 81 Passen, 85 Dribbling und 75 Physis. Hier ist auch eben wieder die Physis vorhanden, die eben sehr, sehr wichtig ist, auch für solche Außenspieler, weil die ja im Endeffekt dann doch irgendwie auch einen Stürmer darstellen sollen. Und er hat Hochmittelarbeitsraten, dazu dann 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skills. Also ich weiß echt nicht, was ich an ihm bemängeln soll. Der hat 153 Spiele, 141 Tore und dann auch noch 93 Torvorlagen. Das ist eine absolut kranke Statistik und den kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. So, und der Stürmer ist das der einzig wahre Kylian Mbappé mit einem 83er Rating, 90 Tempo, 80 Shooting, 84 Dribbling und dann eben auch wieder halbwegs gute Physis mit 74. Ist 1,78 groß, gewinnt somit auch einige Kopfballduelle. Und ja, 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skills und der hat in 161 Spielen 136 Tore und
130 Torvorlagen, also extrem, extrem viele Torvorlagen. Das liegt einfach daran, dass ich den Ball oft zu Mbappé passe, ihn dann mit Mbappé ein bisschen abdecke, ein bisschen halte und währenddessen die Flügelspieler schicke, also Alessandrini oder eben Martial, und die dann eben zum Torabschluss kommen und dann eben auch manchmal ein Tor machen. Deswegen hat Mbappé auch so viele Torvorlagen in meinem Team. Das ist sozusagen der Hintergrund. Und Mbappé kann ich euch auch nur wirklich wärmstens empfehlen. Ihr könnt ja auch zum Beispiel Griezmann spielen lassen oder jeden anderen französischen Stürmer, zum Beispiel Lacazette oder Benzema. Das wären alles Optionen, die vollkommen in Ordnung wären, aber ich finde Mbappé so am stärksten und der gefällt mir wirklich, wirklich gut und ist einer meiner Lieblingsspieler geworden dieses Jahr. Vielleicht werde ich aber trotzdem nochmal Griezmann testen, muss man sich auf jeden Fall anschauen, das Ganze. So, okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall noch rein zu den Spieleranweisungen, das interessiert euch, denke ich mal. Und zwar haben wir hier beim Außenverteidiger bei Florenzi hinten bleiben bei Angriffen und das Abfangen normal. Dann hier einfach in der ganzen Verteidigung hinten bleiben bei Angriffen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst, vor allem bei den Außenverteidigern, sonst ziehen die zu sehr auf und dann seid ihr einfach hinten komplett offen, habt da nur noch Boateng und Chiellini und dann, ja, werdet ihr natürlich leicht ausgekontert. Deswegen Außenverteidiger immer hinten bleiben bei Angriffen. Dazu habe ich dann immer bei 2 ZMs auch hinten bleiben bei Angriffen eigentlich eingestellt. Das Ganze ist hier nur irgendwie nicht aktualisiert worden. Ausgewogener Angriff, nein, sondern hinten bleiben bei Angriffen und genau dasselbe bei Matuidi. Hier ist das Ganze eingestellt. Also wie gesagt, bei Vidal hinten bleiben bei Angriffen, dazu bei den Flankenläufen ja am Strafraumrand warten, sodass er eben dann aus der Distanz abziehen kann. Abfangen könnt ihr machen, was ihr wollt. Also energisches Abfangen, konservatives Abfangen oder normales Abfangen. Es ist, denke ich, ziemlich egal. Das kommt, denke ich, dann auf selber. Also ich meine, dass das nicht so einen großen Unterschied macht. Position halten lassen wir dann auch noch so. Und Tolisso habe ich nicht hinten bleiben bei Angriffen, sondern ausgewogener Angriff. Dazu hier, das in der Mitte einfach ausgewogene Flankenläufe und sonst alles neutral bei ihm. Und bei Blaise Matuidi habe ich dann auch hinten bleiben bei Angriffen und hier dann wieder energisches Abfangen. Das kann man, wie gesagt, machen, muss man aber nicht. Und ausgewogene Flankenläufe habe ich auch gemacht. Wichtig ist einfach, dass die beiden ZMs nicht so ganz viel nach vorne mitgehen. Und Tolisso eigentlich schon. Keine Ahnung, warum das da die ganze Zeit nicht ganz aktualisiert wird. Auf jeden Fall. Ja, ihr seht es hier, ich habe doch gerade bei Vidal eigentlich am Strafraumrand gemacht und nicht bei Tolisso. Naja gut, jetzt müsste das Ganze aktualisiert sein. Ich glaube, ich habe mich einfach auch ein bisschen verdrückt, kann auch sein. Und ja, das ist auf jeden Fall die Einstellung bei den ZMs und dann kommen wir zu den Offensivspielern, zu den Angreifern. Hierbei habe ich bei den unterstützenden Läufen unbedingt zentral orientieren bei den Außenspielern. Das mache ich immer so. Und dann, was ich auch noch mache, ist Abwehr überlaufen. Das ist wichtig, weil wir eben gesagt haben, okay, mit Mbappé halten wir den Ball und die Flügelspieler, die ziehen dann auf und bekommen den Ball in den Lauf. Hier bei Defensivunterstützung könnt ihr auch entscheiden, ob ihr zum Beispiel die Abwehrkette unter Druck setzt, was natürlich dann auch heißt, wenn er ein gutes Passspiel hat, dass er direkt schnell durch ist bei euren Angriffsspielern. Oder ihr macht das irgendwie so normal, grundsätzliche oder grundlegende Defensivunterstützung. Oder ihr macht die Passwege zu. Müsst ihr alles selber entscheiden. Das macht, denke ich, aber auch nicht so einen großen Unterschied. Wichtig ist hier eben, wie gesagt, Abwehr überlaufen, zentral orientieren bei den Außenspielern. Das Ganze machen wir jetzt auch noch bei Alessandrini. Zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Und da habe ich zum Beispiel Abwehr unter Druck setzen auch noch angemacht bei ihm. Und bei Mbappé machen wir auch Abwehr überlaufen. Hier könnte man auch Anspielstation machen. Das würde nämlich perfekt zu meinem Spielsystem passen. Das Problem ist aber einfach nur, wenn ich einen Konter habe und Mbappé gerade mehr oder weniger als einziger vorne ist und er dann eben die Anspielstation als Eigenschaft hat, dann wird er nicht wirklich in die Tiefe gehen. Deswegen ist mir hier wichtig, dass er bei solchen Situationen trotzdem schnell nach vorne sprintet und deswegen habe ich hier Abwehr überlaufen angemacht. Und ja, das sind eigentlich meine Spieleranweisungen. Das ist so das Grundlegende. Und dann schauen wir uns noch die individuellen Taktiken an. Hier habe ich bei der Geschwindigkeit einfach das Ganze um 5 erhöht. Habe ich einfach in irgendeinem Video mal gesehen und das passt eigentlich ganz gut. Also ich komme damit gut zurecht, macht aber auch keinen großen Unterschied. Was sehr, sehr wichtig ist, dass ich hier bei der Chancenerarbeitung beim Positionsspiel nicht geordnet, sondern freie Wahl habt. Das habe ich immer bei jedem Team, das ich spiele,
Und das würde ich euch auch wärmstens empfehlen, denn dadurch kreuzen die Spieler sich vorne auch. Zum Beispiel jetzt der Alessandrini kreuzt dann einfach mal mit dem Martial, sodass dann Martial rechts außen spielt und Alessandrini eben links außen. Oder ein Mbappé, der rutscht dann mal kurz auf den Flügel raus oder so. Also das würde ich euch echt empfehlen, denn dadurch kommt da mehr Bewegung rein und dadurch könnt ihr dann auch viel, viel mehr Chancen einfach erarbeiten. Und ja, Freunde, das ist eigentlich meine Mannschaft. Sané habe ich natürlich hier auch noch als Player of the Month Karte, auch eine wirklich gute Karte, in 3 Spielen 3 Tore und auch 6 Torvorlagen, also schon 9 Scorerpunkte in alleine 3 Spielen, das ist eine absolut kranke Statistik. Und ja, Freunde, damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nehmt noch gerne beim Gewinnspiel teil, dazu einfach Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare schreiben. Und dann war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Schreibt mir gerne, wie gesagt, noch Tipps rein, wie ihr schnell an Coins kommt und so weiter und so fort, dass das Video dann eben noch hilfreicher ist. Vielleicht packe ich da eben, wie gesagt, noch einen 6., noch einen 7. Tipp dazu in dieses Video. Bis jetzt habe ich 5, das würde auch schon reichen, aber ich will euch da vielleicht sogar eine XXL-Folge präsentieren. Deswegen wäre es da sehr, sehr hilfreich, wenn ihr mir da ein bisschen helfen könntet und auch im Endeffekt an euch selber auch helft, weil ja die anderen Leute dann das Video sehen etc. pp. Ihr wisst, was gemeint ist, Leute. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.